TV Überregional ist jetzt hier in Rot. Der Feuerwehrkommandant Herr Wagner steht vor uns von der Feuerwehr in Rot. Er war bei der Firma SLR im Einsatz. Wagner, was ist passiert? Die Ablüftanlage, die Keilriemenanlage hat gebrannt. Eigentlich kein großer Einsatz, aber mit einer großen Wirkung. Die Firma steht momentan. Genau, weil ohne sie wäre noch mehr passiert, richtig? Genau, so ist es. Das schnelle Eingreifen von unseren Leuten konnte mir einen größeren Schaden verhindern. Freiwillige Feuerwehr, mal wieder vor Ort. Das heißt also, Sie haben alles liegen und stehen gelassen, egal ob Fußballspiel oder Familie oder Tiefschlaf. Richtig. Und dann hat er mal geduscht, haben wir. Gleich wieder ab, ja. Alles klar. Und die Bürger, die dürfen gern auf die Webseite gehen von der Feuerwehr in Rot und sich mal selbst informieren und vielleicht auch mal etwas spenden. Genau, so sehe ich das auch. Richtig guter Aufruf. Danke. Vielen herzlichen Dank für das Interview, Herr Wagner. Danke Ihnen auch. Schönen Abend noch. So, liebe Bürger, jetzt ist wieder alles einsatzbereit.